Ich habe Befürchtungen, Freunde. Das wird für uns gleich mächtig stressig. Ich glaube nämlich nicht, dass der uns einfach gehen lassen wird, ehrlich gesagt. Ach, gut zu wissen. Was ist das? Und wie töte ich es? Igitt! Keine Ahnung, ob die mich überhaupt sehen können oder nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber ich möchte ihnen einfach nur aus dem Weg gehen. Gibt es der hässlich? Und es sind so viele von denen. Die haben auf alle Fälle Augen, also irgendwas sehen sie. Heilige Schande. Ich glaube, ich kann da in den Schlitz rein. Geh da durch, Mann! Das sind auf jeden Fall Art von Bloater, ich weiß nicht genau, was sie sind, aber sie sind, glaube ich, sehr gefährlich. Sollten sie mich erwischen. Kurz gucken, sonst höre ich ja jetzt da drüben schon mal. Ah, okay. Da sind wir gerade oben durchgekrabbelt, gell? So, ich muss nur gucken. 1, 2. Ich weiß ja gar nicht, ob ich hier lang muss. Ich gehe einfach irgendwo instinktiv hin. Da steht Exit.
Komme ich aber nicht hin. Also bin ich hier nicht richtig, oder? Oh Mama, warum nicht? Verstehe ich nicht. Wo ist denn dann der Aus... Wo ist denn dann der Ausgang? Ich meine, die Soldaten müssen ja irgendwo hergekommen sein. Ich muss sie doch nicht töten. Das ist doch nicht Sinn der Sache, oder? Da liegt noch was. Okay. Ernsthaft, muss ich die killen? Oder? Oh, hier ist was. Das hören die doch, oder? Verarsch mich, das hört der doch. Ich würde schon gern wissen, ob man die töten kann. Aber vielleicht nicht gerade jetzt. Geh mal davon aus, irgendwann werde ich sowieso tun müssen. Aber erstmal will ich hier weg. Vorsicht! Yes! Komm! Boah! Bist du der Klabautermann, ey? Oh, scheiße, diese Arschlöcher. Hast du was abgekriegt? Nein. Alles okay. Schambler? So haben sie genannt? Ja. Woher kommen jetzt wieder Schambler? Ich weiß auch nicht. Aber sie sind ekelhaft. Und bestimmt gefährlich. Oje, warum ist hier eine Tür? Kurz checken. Ich höre nichts. Sieht gut aus. Gut. Nein, sieht verschlossen aus. Nicht gut. So viel Munition. So wenig Einsatzmöglichkeit. Ich weiß auch nicht, nach welchem System sie sich die Schubladen aussucht, die sie öffnen. Aber sie macht nicht alle auf. Und wie zum Birnenbaum geht's in Dornay. In die Sakristei. Da ist ja alles offen. Okay. Hat Madame Turnschuh das hier einfach mal so. Shit. Ich brauch die Kombination. Die kriegen wir bestimmt irgendwo her. Hast du mir den Code vergessen? Hol mir eine Limo und der Code gehört dir. Hoppala. Eine Limo holen? Ich möchte jetzt keine Limo holen. Ich guck mal, ob ich da nicht einfach die Rückseite hätte lesen müssen. Oh Gott, das ist ein Zeitungsartikel. Hol mir eine Limo und der Code gehört dir. Hier ist a special cola. Da war aber auch kein Toter, ja? Das ist ein Limo-Automat. Voll, alles klar. Geh weg da! Hol mir mal eine Flasche Bier, Flasche Bier! Oder halt in dem Fall eine Limo. Oh. Alles voll bei mir. Das gibt's ja gar nicht, oder?
Aufmachen, Mann. Weg da. Aber das mit dem Code checke ich irgendwie nicht. Um ehrlich zu sein. Keine Ahnung, wo der sein soll, dieser Code. Gehe ich einfach mal... da ist was. Okay. Hey. Die sieht doch aus wie die Frau vom Scar-Graffiti. Ja. Keine Ahnung. Ich möchte jetzt auch nicht googeln. Vielleicht werden wir noch sanft hingeführt zum Code. Man kommt bestimmt irgendwo durch. Sehr optimistisch. Ich glaube da. Ziemlich sicher sogar. Was sind denn nur Schambler? Der kommt jetzt dann auf, oder was? Kann man die töten oder nicht? Mit genügend Munition geht das bestimmt. Die sind gefährlich, weil wenn die mich... Ich glaube, wenn die Alarm schlagen, ist hier schnell Feierabend. Ich sollte den loswerden. Heiliger. Okay. Da ist ein Durchgang. Hier ist nur Wasser, alles klar. Ich höre nochmal einen Zombie stöhnen. Das heißt, da ist noch irgendwo einer, der mich verpetzen könnte oder so. Die sind so widerlich. Aber wo? Da hinten also. Muss ich da gar nicht hin? Nö, sieht nicht so aus. Da ist wieder so ein Fettsack. Und da hinten auch, oder? Nee.
Mach mal nicht so einen Lärm hier. Alles klar. Ich glaube, das könnte gehen. Komm schon. Oh oh. Ich pass auf. Halt zu! Haben die ein Glück, dass auf dieser Seite halt einfach keine sind. Ohne dass sie es vorher wussten, weißt du? Auf gut Glück. Also. Aber sie geht ja normal, also wird hier schon. Was zur Hölle war hier los? Ich würde sagen, ein Zugunfall. Danke, Sherlock. Mann, ey, wo bin ich hier bloß gelandet? Oh nein. Ich frag mich, wie lange die nach dem Ausbruch noch gefahren sind. Ein Meter. Na dann hoch. Sag bloß, da ist ein Ausgang. Ja, ich komme. Moment. Sowas ist immer ein bisschen verdächtig, wenn man da noch ein Stück gehen kann. Mit für Kapseln oder so, aber hier ist einfach mal nichts Brauchbares. Tageslicht. Hey, das Licht kommt näher. Das heißt, wir sind näher dran, hier endlich rauszukommen. Verschrei's nicht. Richtig. Hey, verschrei's nicht. Ich helf dir da hoch. Ja. Was ist das? Eine Kiste. Oh, komm. Komm, sagt sie, okay. Bei dem Lärm. Auf geht's. Den, den nur die zwei verursachen. Du hast es geschafft. Wäre jeder normale Mensch längst tot. Oh Mann. Ellie, deine Maske! Hier, wir können meine teilen. Nein, nein, nein! Sie sind nicht auf! Ellie, hör auf! Ellie, stopp! Was? Nein! Ellie, nein! Stopp! Ich bin nicht infiziert. Ich bin immun. Ich huste nicht, siehst du? Fuck. Wir müssen hier weg, Leute! Shit! Kannst du laufen? Ja, ja. Dann ich... Lauf! Los! Wo schlägst du hin, du Fuchs? Lauf, Dina! Hey Leute, was war denn das? Sie schlägt die Rolltreppe kaputt. Blöde, ohne Witz, was war denn das für ein Kack? Ich zieh weg. Los! Lauf, Dina! Ellie, ich bin hier! Nicht weg! Geh weg! Danke, weg hier! Hier lang! Schnell! Fuck! Uah, da ist ein Vetter! Oh Mann!
Boah! Tina! Boah, haben's dir das Gesicht zerhobelt? War das hart knapp. Hey. Wir könnten uns im Theater da ausruhen. Neben den Toten. Das klingt absolut traumhaft. Ich wäre ja ein bisschen weiter weggegangen. Ich hab dich. Hier. Geht's? Okay, sieht gut aus. Na komm. Wie schlau statt der Barriere mit dem Stuhl. Willst du mir sagen, was mit dir los ist? Was mit mir los ist? Ellie, du hast gerade Sporen eingeatmet. Du weißt doch, ich bin immun. Okay. Du bist immun? Ach komm. Ich wurde gebissen vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen und nichts ist passiert. Die Verätzung. Maria und Tommy und Joe sind die einzigen, die es wissen. Und jetzt du. Ich kann dich nicht infizieren, falls du das denkst. Ich kann dich auch nicht immun machen. Ich glaube, ich bin schwanger. Was? 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 Keine Sorge, es ist nicht deins. Ja, lustig. Was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Soll das ein Witz sein? Wie lange weißt du's? Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? Ich schaue nach, ob sie sicher ist. Ruh dich aus. Komplizierte Situation, ja. Meint, sie hat ja ihren Ex-Freund gehabt. Paar Wochen. Wer sich erinnert, was er am Anfang gesagt hat, die sind gerade mal eine Woche getrennt gewesen. Ist sie nicht fremdgegangen, ist es klar, von wem es ist.
Jetzt kann sie ihr aber auch nicht wirklich böse sein, weil immerhin waren die ja da zusammen. Einziger Grund, böse zu sein, ist natürlich, dass sie jetzt sagen kann, Mädchen, ich hätte dich niemals mitgenommen, weißt du? Und jetzt wird sie zur Belastung. Emotional, du willst sie ja nicht in Gefahr bringen. Cassandra, hallo. Ich frage mich, wie viel an diesem Stück sterben. Zwei. Cassandra und Andra. Schwierige moralische Probe jetzt schon wieder für die Kleine. Meiner Meinung nach ganz, ganz schwierige moralische Prüfung. Hätte ich mal auch Bomben, um aus derselben Menge Ressourcen mehr herzustellen. Fertig ist doppelt so schnell an. Ja, das ist doch... Ob das wichtig ist, ich weiß es ja nicht. Und was kommt da eigentlich noch? Aber das... Nein, das geht nicht. Genau, das muss in der Reihenfolge passieren. Hätte mich jetzt auch gewundert. Hoch oder Tür? Gehen wir erst hoch. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehe. Also... Scheiße, schwanger. Oh, schwanger. Ich kann sowas nur geheim halten. Keine Ahnung. Als Mann ist natürlich klar. Ich würde sagen, fick dich, du Fotze. Von mir ist es nicht. Was ist denn da los? Geh mal da raus. Okay, das schaue ich mir gleich an. Ich würde mich nur noch gern ein bisschen weiter umschauen. Projektorraum. Ach so, hier. Das ist ein Kino, kein Theater. Sie kommen nicht zurück. Entweder sind sie überfallen worden. Der Dauerring würde zumindest, dass sie nicht verdurste. Leider setzt natürlich auch ständig die Stromversorgung aus. Die günstig, wenn man funken will. Hier hat jemand gewohnt. Da hat fast überall irgendwer irgendwo gewohnt. In dieser Welt. Versteckt und verbarrikadiert. Okay. Da ist nix. So, die untere Tür ist wahrscheinlich jetzt auch noch gleich interessant. Oder auch nicht, das ist jetzt die Frage. Ah, okay. Schlüssel? Dann gehen wir jetzt aufs Dach. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. In der Situation ist es mega scheiße. Eine Schwangere dabei zu... Oh, das ist aber nicht lesbar. Doch. Ich kann nicht schlafen, ich habe hohes Fieber. Medikamente wenden. Gott, da kommt noch mehr. Der Kerl war vor einer Weile hier. Hoffentlich ist sonst niemand hier. Schau mal, wie der hier gehaust hat. Zu lesen hat er ja wenigstens gehabt. Irgendwas, das nicht voll ist? Nein. Kann die ganzen Ressourcen schon gar nicht mehr brauchen. Und das ist auf Mittel. Stell dir mal vor, das wäre auf Anfänger, da wo du überhäuft wirst von sowas. Aber auf Hard oder Überleben, da ist es dann wieder nahezu unmöglich, die Ressourcen voll zu kriegen. Egal. Würde, würde, hätte, hätte, Fahrradkette. So, hallo Dach. Satellite. Wir folgen mal dem Stromkabel. Aha. Shit. Das war er wohl. Bist du hinüber? Aha. Kein besonders guter Elektriker. Naja, aber die hier, hallo. Geschafft. Wie sie sich über den Toten lustig macht. Da.
Okay. Aber er hat es anscheinend zum Laufen gebracht. Für uns. Das ist wirklich, wirklich zuvorkommen. Er hat sein Leben für uns geopfert. Darauf eine Barbecue-Party. So, schön, oder? Gar nicht auffällig mehr jetzt. Ein Funkgerät. Schlüssel! Was ist das? Ein Schlüssel. Okay. Sieht man doch auf Anhieb, dass das ein Schlüssel ist. Diese Frage ist vollkommen seltsam. Warum ist hier zu? Things Beyond. Oh, jetzt kommen wir da unten rein. War ich hier schon? Ah ja, das ist das Klo. So, jetzt gehen wir mal in den Vorführraum. Da war gar kein Schlüsselloch. Hallo! Unheimliches Kino, willkommen! Wow. Joe, du würdest es lieben, hier einen Film zu gucken. Ich hab schon wieder voll vergessen, dass der Joel ja tot ist. Mann, ich vermisse den. The Sick Habit. Krass. One more unter der Überleitung, oder? Okay. Interessant. Die hebt halt auch wie wirklich jeden geschriebenen Scheiß auf. Und Bühne frei! Oh, gruselig. Niemals. Oh, Gitarre. Kommt wieder ein Ständchen. Ich habe herausgefunden, dass das Take on Me eigentlich gar nicht zur Story gehört. Das ist so ein extra kleines Easter Egg Secret. Habe ich für euch gefunden. Muss ich jetzt wieder drücken? Die macht eine Saite und stimmt dadurch die ganze Gitarre.